Ich habe heute noch nicht genug Wasser getrunken. Deswegen habe ich schnell noch einen Schluck genommen. Ja, Smarana, schön, dass ihr da seid. Es geht jetzt mal um den zweiten Teil vom März. Wir befinden uns in der dritten Zeitwelle und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, was das für uns zu bedeuten hat, wie wir uns ausrichten können und wie uns diese Zeitwelle begleitet. Gleich geht's weiter. Ich freue mich sehr auf dich. Ja, die dritte Zeitwelle beginnt am 17.3. und setzt sich bis Ende März fort. Diese dritte Zeitwelle hat einiges Wichtiges, Schönes für uns, aber natürlich auch Herausforderungen. Und sie erinnert uns nochmal daran, an das Loslassen und unseren Seelenweg erneut zu überprüfen, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Entspricht das, was wir tun, genau dem auch, was uns Spaß macht, was für uns wichtig ist? Entspricht das, was wir tun, unseren Neigungen? Und spürt man dabei hier im Körper so das göttliche Feuer? Sobald du also dieses göttliche Feuer spürst, weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und das ist also jetzt in der dritten Zeitwelle einfach nochmal wichtig, dass du es für dich überprüfst. Mit deiner Intuition, mit deinem Gefühl, je nachdem, was du für ein Gefühl hast, um dann auch sicher zu sein, okay, ich gehe weiter, ich schreite weiter voran und nehme meinen Platz ein. Es geht einfach darum, seinen Seelenplatz einzunehmen auf seinem Lebensweg, auf seinem Seelenweg. Und diesen Seelenplatz nimmst du ein, indem du genau das tust, wo du das innere Feuer spürst. Das innere Feuer ist einfach ein Zeichen, dass du, wenn du für etwas brennst, ja, wenn du sagst, oh wow, das interessiert mich, das mache ich, das ist das innere Feuer. Wenn du diesen Ansporn fühlst, diesen Antrieb, das kommt vom inneren Feuer. Und das ist jetzt in dieser dritten Zeitwelle mehr spürbar als sonst. Also du wirst jetzt in den nächsten 14 Tagen so für dich spüren, was tatsächlich wichtig ist. Und dieses Feuer intensiver spüren und dadurch auch leichter deinen Platz einnehmen können oder deinen Platz sichern können. Deinen Platz auf deinem Seelenweg erkennen. Dazu unterstützen uns die Energien. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil das gibt uns Kraft und Klarheit und lässt uns dann auch leichter voranschreiten und das tun, was für uns wichtig ist. Wichtig ist auch zu schauen, ob du Pflichten hast, die dir gar nicht gut tun. Also nochmal in dich, in deinen Seelenweg noch mal reinfühlen und gucken, was sind da für Pflichten, die mich zu sehr belasten, die zu schwierig für mich sind. Es sagt ja niemand, dass man schwere Dinge tun soll. Die Engel sagen oft, wenn etwas in Leichtigkeit geschieht, dann ist es gut. Dann tu es. Wenn es dir zu schwer fällt, dann mach's nicht, dann mach etwas anderes dafür. Gib's jemand, der es besser kann, oder gib's einfach ab. Leicht gesagt manchmal, leichter gesagt als getan. Aber die Zeit soll uns einfach jetzt mal aufwecken, um zu überprüfen, wo habe ich mir zu viel aufgebürdet? Wo mache ich es mir in meinem Leben schwer? Das ist das, was wir einfach nochmal gut überprüfen können und dann auch diese Last abgeben. Einfach sagen, wenn es sich so anfühlt, dass es zu schwer ist, dass man tatsächlich sagt,
ich mache das jetzt nicht mehr, es fühlt sich für mich nicht gut an. Und wenn du einmal den Mut hast, so etwas dann auch zu sagen und zu tun, also die Aktion dann nach deinem Tun kommt, wirst du sehen, was für eine große Freiheit und Kraft sich in dir ausbreitet. Du hast einfach den Ballast abgeworfen und trägst jetzt nur das, was für dich wichtig ist. Also da sollte man dann auch unterscheiden, ob du für andere Menschen Lasten trägst, ob du da eine Pflicht übernommen hast, für einen anderen Menschen etwas zu tragen, was du eigentlich gar nicht tragen kannst, weil ja jeder Mensch seine eigene Verantwortung trägt. Das sollte man genau überprüfen, ob man da jetzt tatsächlich in dem Gleichgewicht von der göttlichen Ordnung schwingt oder ob man zu sehr Verantwortung für jemand anders übernimmt und dadurch sich selbst schwächt, weil das mit den Energien nicht passt. Also sobald ein Mensch versucht, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen, klappt es nicht mit den harmonischen Fluss der Energien und dadurch werden dann die Schultern so schwer und man hat es tatsächlich schwer im Leben, da weiterzukommen. Und der Mensch, von dem man die Last nehmen will, hat es auch schwer, weil er kann sich gar nicht selbst entscheiden, weil ihm jede Entscheidung abgenommen werden möchte, sozusagen. Und das ist also kein harmonisches Verhältnis. Also das ist jetzt in der dritten Zeitwelle für uns wichtig, da zu überprüfen, wo nehme ich vielleicht für jemand Verantwortung, wo nehme ich jemand die Möglichkeit, selbst für sein Leben zu entscheiden. Guckt mal, ob sowas bei euch wäre oder ob ihr einfach zu viel Lasten tragt, die ihr gar nicht zu tragen braucht, dann gebt die zurück. Dann kommt ihr in diese große Kraft und in die Freiheit. Was jetzt auch noch wichtig ist in der dritten Zeitwelle, die letzten beiden Wochen vom März haben eine sehr große Manifestationskraft oder anders gesagt, sie unterstützen uns kolossal im Manifestieren. Und das sollten wir nutzen, denn wenn schon diese große Kraft da ist und wir wissen, es wird also jetzt das Manifestieren unterstützt, sollten wir uns genau überlegen, welche Wünsche wir haben und welche Wünsche wir erfüllt haben möchten. Und dann manifestieren wir in dieser großen Zeitqualität von den letzten beiden Märzwochen. Das lege ich euch sehr ans Herz. Die Energien werden unterstützt, einfach durch die Kraft des Universums und natürlich auch die Engelkraft. Also alles ist positiv für gute Manifestationen, für neue Dinge, die ihr für euch machen möchtet. Und achtet darauf, dass dies gute Dinge sind. Denn das Hauptaugenmerk liegt darauf, auf positive Dinge, die für die Menschheit gut sind. Das wird besonders unterstützt durch die Energien der dritten Zeitwelle. Also sobald du beginnst, etwas zu manifestieren, was für die allgemeine Menschheit gut ist, wird sich das mit so einer Kraft erfüllen, dass du erstaunt sein wirst. Ja, also genau das ist eine tolle Sache mit dem Manifestieren, weil ja wir, ich denke, ihr habt alle ganz viele Wünsche. Also ich habe auch ständig neue Wünsche und das ist einfach unterstützt durch die Manifestationskraft jetzt in der dritten Zeitwelle. Und ich möchte auch mit euch jetzt gleich anschließend eine Manifestationsmeditation machen, um die Kräfte, die kraftvollen Energien von der dritten Zeitwelle zu nutzen und damit ihr dann gleich richtig so ja ins Manifestieren reinkommt und eure Wünsche sich leichter erfüllen werden. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Energie zur Verfügung haben, denn ich selbst werde natürlich auch für mich jetzt gleich noch mit in der Meditation manifestieren. Und wir sollten also immer versuchen, die Energien zu nutzen, die da sind.
Denn die sind ja nicht umsonst da. Die geistige Welt hat ja einen Plan. Und dieser Plan, den kennen wir nicht so genau. Aber dieser Plan, der wird unterstützt durch verschiedene Energien, welche immer auf die Erde geschickt werden. Dieser Plan wird auch unterstützt durch die Energien der Portaltage und somit durch die Zeitwellen, die jetzt gerade die dritte Zeitwelle ist. Und die nutzen wir natürlich gerne. Schön, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass ich mit dir zusammen diese Lichtarbeit machen kann. Denn das ist wichtig für die ganze Menschheit, dass wir sehr viel Lichtarbeit zusammen machen und sich dadurch das Licht auch ausbreiten kann auf der Erde. Und jetzt werden wir auch gleich diese schöne Meditation machen. Ich werde mich erstmal reinigen und dann mit der 99 einsprühen und euch wieder so ein bisschen von der Energie rüberschicken, damit ihr das auch jetzt gleich genießen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Freude. Gleich geht's los. Smara. Da bin ich wieder, bin schon ausgerichtet und bereit. So sei auch du jetzt bereit, die hohen Energien zu empfangen und das Licht sich ausbreiten zu lassen über die ganze Erde. Ich bitte um die Energie des Schutzes. Für uns alle und für meinen Kanal, sodass die reinsten göttlichen Energien heute zu dir fließen können. Smarana. Einströmt die hohe Energie des Universums. Einströmt die Liebe, denn es ist die Liebe, welche dich heute unterstützen wird. So rufe ich die Weltenhüter, dass sie uns jetzt in diesem Moment begleiten mögen. Die Weltenhüter sind beauftragt, die Energien zu steuern und zu lenken. Und so bitte ich die Weltenhüter jetzt, uns zu unterstützen. Uns die Energien zu senden, welche es uns einfach machen, unsere Wünsche zu manifestieren. Und so bereite dich bitte jetzt darauf vor, indem du das Licht von Smarana einatmest und dich mit diesem Licht ausdehnst. Denn es ist die Nähe Gottes, welche dich berührt. Sobald du Smarana denkst und die Nähe Gottes öffnet dein Licht, öffnet dein Herz und deine Liebe. Und so lade ich dich ein, ganz tief in dein Innerstes einzutauchen, dich ganz tief in deinem Innersten mit deiner eigenen Liebe zu verbinden. Und du spürst dies, denn nun fließt die Liebe Gottes zu dir.
Es ist die Liebe Gottes, welche dich schützt und welche dich anhebt, welche dir Flügel verleiht. Und nun nimm diese wundervolle Energie, lasse dich von ihr tragen. Denn die Felder deiner Wünsche werden sich nun öffnen und jetzt in diesem Moment darfst du deine Wünsche manifestieren. Tue dies in der Jetztform und tue dies so, als wenn sie sich schon erfüllt hätten. Lasse deine Wünsche vor deinem dritten Auge entstehen. Und lebe deine Wünsche. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Nutze du bitte diese Zeit und erstelle mit deiner Vorstellungskraft lebhafte Bilder von deinen Wünschen. Nimm du selbst teil an deinen Wünschen, so wie wenn sie jetzt schon sich erfüllt haben. Jetzt wird die Energie noch ein wenig angehoben, denn alles, was du visualisiert hast mit deiner Vorstellungskraft, wird nun in diese Energie hineingegeben. Und dann bitte ich dich, lasse alles los. Lass es los, die Energien tragen deinen Wunsch dorthin, wo er sich, wenn es sich richtig und gut für dich erweist, erfüllen wird. Die Engel beginnen zu singen. Sie singen das Lied der Freude. Und so lasse dich von dieser Freude berühren, denn das Licht breitet sich aus. Das Licht der Liebe fließt auf die Erde, durch dich hindurch, wenn du dich als Kanal bereit erklärst zu dienen. Dann sage nun Ja mit deiner inneren Stimme und so fließt nun das Licht durch dich hindurch auf die Erde und die Liebe ebenfalls. Die Energien breiten sich aus, fließen in hellen Wellen auf die Erde, überall dorthin, wo es gut und richtig ist. Ich danke dir sehr für deine Anwesenheit, für dein Licht und für deine Liebe. Großartig hast du gewirkt. Und ich verneige mich vor den Weltenhütern und vor der Liebe Gottes. Smarana. Was für eine wundervolle Energie für uns. Und was für wundervolle 2 Wochen liegen jetzt vor uns.
Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Dreimal wundervoll. Ist egal, ist ein schönes Wort. Ja, nutzt die Zeit, um wirklich ganz dolle in die Manifestation hineinzugehen und um eure Träume zu verwirklichen. Ich habe euch so lieb. Ein Küsschen und eine Umarmung. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.